Mit dieser Mitfahrt von Oliver Roberts begrüße ich euch alle herzlich zur dritten Folge der zweiten Staffel von City Skylines. Eine kurze Fahrt. Man sieht schon, hier ist schon mehr Verkehr auf dieser Straße. Es wird Zeit, dass ich das hier so in den nächsten zwei, drei Folgen irgendwann mal umbaue. Ist hier schon so ein bisschen stockend alles. Ist jetzt nicht, wer weiß wie schlimm, klar. Aber halt eine einzige Zufahrtsstraße zur Stadt überhaupt ist eh immer so eine Sache. Aber ums Umbauen kommt man eh nicht drum rum. Außer man stellt von Anfang an super alles so, wie man es haben möchte, dann vielleicht. Dann ansonsten. Na, jetzt sind wir schon angekommen. Ja. Genau, er wohnt. Ah, da wohnen sie. Alles klar, drei Haushalte, einen davon haben wir gerade begleitet. Wäre natürlich, meine, die Straße verbindet eher so das hier. Wäre vielleicht nochmal eine Überlegung, ob man nicht vielleicht trotzdem dann hier oder so. Schon mal gleich eine andere Straße nochmal anlegt. Ganz einfach, damit halt nicht alle hier rumfahren, sondern einige vielleicht auch dann diese Straße hier nutzen. Was sehe ich denn da vorne? Vielleicht auch wieder Wasser. Ja, das habe ich auch gerade. Ja, wunderbar. So, damit ist das auch abgeschlossen. Ich zoome mal ein bisschen ran. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Vielleicht sieht man ja sogar die Blitze am Himmel. Ich weiß nicht, ich habe das noch nicht so beobachtet. Ja, vielleicht könnte gleich nochmal ein Blitz irgendwo über den Himmel blitzen. Hallo, Herr Blitz. Ich gehe schon mal wieder näher an die Stadt ran. Ja, scheint auch wieder heller zu werden. Da, der Tag bricht an. Und auch die Wolkendecke lockert sich ein bisschen. Dann wird das wohl nichts. Und das Wasser, ja gut, machen wir das Budget einfach auf 100%. Ja, wobei Wasser sowieso. Aha. Was sehen denn meine Äuglein da? Schon wieder keinen Strom oder was? Ich habe doch hier ein Kraftwerk extra. Mal Leute, verbraucht mal weniger Strom bitte. Nämlich dann 5 pro Gebäude, das ist natürlich hart. Aber vielleicht können wir es für das eine Stadtviertel mal sagen. 2297 machen wir jetzt plus. Die sparen Strom. Das ist übrigens nicht sehr erfolgreich, weil das ist halt so klein, dass es anscheinend gar nicht so ausschlaggebend ist. Sind das hier erstmal mehr Budget? Sind wieder 10 Megawatt frei? Weil die Leute, die wollen ja aber auch einziehen ohne Ende, ne? Kann das sein? Wow. Schön, schön, schön. Das passt mir nur leider gerade gar nicht so extrem gut. Weil ich eigentlich erst hier noch alles umbauen müsste, bevor ich das Gebiet hin weiter ausbaue. Im Autobahn kriegen wir erst mit 2600 Einwohnern. Dann muss die Stadt halt nach hinten hin wachsen. In Richtung des Flusses. Ah, hier schon ein kleiner Straßenzipfel. Machen wir dann hier mal so.
nicht genügend Geld. Ja, schön. Nicht genügend Geld ist natürlich immer sehr vorteilhaft. Vor allem, wenn man es gerade braucht. Dann haben wir da schon mal ein bisschen was ausgewiesen. Das Ganze doch mal einfach so. Und dann so, wobei hinten raus noch nicht, vielleicht hinten nur erstmal bis nach hier. Sonst komme ich nämlich nicht weit genug mit Wasser und so weiter bei dem wenigen Geld. Strom wird auch schon wieder knapp. Aber hier hinten kann dann auch schon mal weiter Gewerbe heranwachsen. Und ich überlege auch, ob man vielleicht dann hier nochmal so eine andere Zufahrtsstraße macht. Eine etwas größere später dann. Damit nicht auch nicht alle Leute zur Arbeit hier hin rumfahren müssen. Könnte, glaube ich, auch ganz vorteilhaft werden. Okay, die Grundschule ist auch schon wieder voll. Hier laufen auch ganz viele Leute zum Einkaufen anscheinend oder zur Arbeit. Ist auch sehr schön. Ach ja, die Wege sind ja jetzt hier. Doch, ist angeschlossen. Sehr schön, haben wir hier einen Fahrradweg. Und da vielleicht dann bei Gelegenheit mal Leute Fahrrad fahren. Darüber oder auch vielleicht zu Fuß laufen. Von mir aus so, dann kann da irgendwo ein Baum oder so rein. Ja, da passt keiner. Ein paar von diesen Lücken so ein bisschen so auflockern, dann hat man da nochmal so einen Baum zwischenstehen. Ist doch auch nicht verkehrt. Ja, funktioniert. Ja, jetzt kommt auch langsam auch dann das Geld nach. Wenn ich eh zu überlegen, ob man nicht diese Straße hier zumindest bis zur Stadt, bis nach hier hin später auch als fünfspurige Straße ausbaut. Und dann hier natürlich die beiden Gebäude weichen müssten und die hier eh alle abgerissen werden. Aber es wäre vielleicht nicht verkehrt. Aber im Moment denke ich, reicht das noch so. Der Verkehr, ja gut, ist hier ein bisschen hoch. Klar, vor allem hier vorne.
Aber ich würde ganz lieber, natürlich. Ich würde ganz gerne das Geld erst woanders für sparen. Nämlich zum Beispiel für eine zweite Grundschule, für eine Hochschule, etc. pp. Oder für neuen Strom. Natürlich echt bescheiden mit dem Strom. Haben wir wieder erstmal 14, das reicht. Also 14 Megawatt, die wir mehr produzieren als verbrauchen. Das reicht ein Stückchen weit, aber ja, nicht so wirklich lange. Na, was ist da passiert? Ah ja, das ging schnell. War Fehlalarm. Oder der Einbrecher war schon weg, kann auch sein. Na, und dann haben wir einen japanischen Garten. Ja, ich versuche immer, dass möglichst wenige Häuser wieder abgerissen werden müssen. Aber für so einige Parkanlagen braucht man das leider mal. Oh, eine boomende Kleinstadt. Neues Gebiet: Transport, Bus, Straßenbahn, Taxi, Erzindustrie, Recycling und Autobahn. Jawohl. Leute, egal. Das gibt's später. Jetzt, machen wir das Ganze mal so. Haben wir das da? Geht eh noch nicht. Müssen wir anders machen. Ich bin jetzt vielleicht mal ganz kurz ein bisschen weh hier. Aber Ausweichstraße ist ja gegeben, ne? Hintenrum. Und zwar, indem das hier nämlich eine Autobahn wird, die andersrum führt. Und indem das hier dann die parallel verlaufende dazu wird. Ja, wobei das auch schon nicht geht. Muss ich anders machen. Auch nochmal abreißen. Wenn wir schon mal dabei sind, dann jetzt auch gleich richtig. Dann wieder zurück. War es ganz schön teuer, ne? Die Gebäude umziehen zu lassen. Hätte ich mal abreißen sollen, lieber. Ich hatte das nicht so teuer in Erinnerung. Aber gut, ist ja auch der Hard Mode. So passt das. Du bist eh weg.
Ach, kann ich die Straße da eh wieder abreißen? Macht eigentlich anders überhaupt keinen Sinn. So, dann die Straße nach dort und die nach dort und schon ist der Kreisverkehr nicht mehr rund. Jetzt bin ich mal gespannt. Na, eigentlich hätte der Kreisverkehr noch ein bisschen näher zur Stadt gesollt, aber ist vielleicht so auch nicht verkehrt. Ihr dürft alle zu Gewerbegebieten werden. Ja gut, ihr hinter eh nicht. Stopp, da habe ich ein Haus demoliert. Ich hoffe, ihr habt es noch nicht gemerkt. Weil ich außerdem demoliert habe, jetzt ist wieder kein Wasser mehr da. Puh, wir verbrauchen Wasser, Leute. Ja, geht nicht anders, als dass ich hinten den Strom kurz mit weg rasiert habe. Das ist angeschlossen, damit alles wunderbar. Wasser kommt ja gleich wieder. Strom haben sie denn auch? Weil, nein, Strom haben sie nicht. Ja, muss erstmal noch ein anderes Darlehen her. Jetzt haben wir ja auch das hier, was ja, wunderbarerweise überhaupt nichts bringt. Weil hier auf dem Wasser leider überhaupt kein Wind ist. Dann müssen wir nach hinten hin ausbreiten. Hier sind 20. Ich hatte halt eigentlich vor, eher nach hier oben hin mich auszubreiten, wegen des Industriegebiets. Oder nach hier hin, aber nicht nach rechts. Weil man kann natürlich auch zwei Industriegebiete haben. So. Auch kaum teuer, aber wunderbarerweise ziemlich viel Strom. Einfach 20 Meter zu, wobei 20 Meter zu und immer noch, egal. Dann haben wir nämlich das, dann spare ich jetzt wieder Geld. Und hier haben wir nämlich auch Schienen. Das ist gut, dann kann man hier vielleicht nochmal ein Industriegebiet anlegen. Dass man so an den Autobahnen rum erstmal die Industriegebiete hat. Oder vielleicht hier oben lieber, hier so, auf der Insel hier oben. Und dann hier das Wohngebiet weiter rum. Oder? Sind hier irgendwelche? Ja genau, hier sind eh nur Wald als Ressourcen. Und da oben kommt dann sowieso Erz, da kommt Öl. Ja, dann mache ich das so. Hat auch schon mal geplant, sehr schön. Jetzt ist das hier natürlich auch dann total dämlich geregelt, ne? Aber noch geht das. Nicht. Aha, dann machen die Trick 95 hier. Bisschen, dass wenn man das dann so macht, dann bleiben mir doch noch genug Spuren frei, ne? Ja, machen wir es erstmal so. Dann fahren die da eben so rum hin, geht auch. Ist ja nicht das, was ich wollte, aber wenn man immer davon ausgeht, was man gerade will, dann kommt man hier, glaube ich, eh nicht so weit. Verdammt, ist nur ein zu nah dran. So.
So vielleicht. Dann hier. Geht halt leider nur nach oben. Achso, man kann ja. Sind das, wenn ich sage, machen wir es mal nur halb hoch, mal nur eine Stufe höher. Das ist natürlich dann nicht hoch genug. Dann müssen wir das so machen und vielleicht drei Stufen höher. Das funktioniert. Haben wir natürlich oben drauf so eine dämliche Kurve. Oha, nein. Nein, absolut nicht. Mehr als nein, also das geht so gar nicht. Verdammt, kannst du das nicht mal ordentlich hier anschließen? Ja, gut. Jetzt reicht's. Mach ich das halt andersrum. Das Ganze drehen wir jetzt einmal. Und sieht jetzt nicht anders aus als vorher, dann bleibt es halt so. Auf und ab war schon mal in die Richtung. Es wird natürlich nichts. Hätte aber sein können, dass ich vielleicht um die Schienen rumgekommen wäre. Ach Mann, das ist eine Fuckelarbeit manchmal. Das geht gar nicht, weil er da schon zu nah angebaut hat. Ist das nicht hoch genug? Scheint so, scheint nicht hoch genug zu sein plötzlich. So, kann man das jetzt rumdrehen hier. Zack. Zack, zack. Das wird jetzt sehr interessanter Bau. Das wird ein sehr interessanter Bau, muss ich echt sagen. Oh, nicht genug Geld. Und Ort ist bereits belegt. Aber dahin ging es, aber nicht genug Geld. Müssen wir warten. 3, 2, 1, da ist das Geld kurzfristig mal gewesen. Ja, schön, ne? Schön. Vielleicht hätte ich doch erst hier vorne ein Industriegebiet anlegen sollen, weiter. Ich dachte mir halt, machen wir gleich mal Neues. Dank der Autobahn. Müsste die Verbindung ja eigentlich hier auch gut hin sein. Man ist ja nicht weit hier. Theoretisch.
weil die natürlich, ja, weder Wasser noch Strom haben. Strom ist das geringste Problem. Habe ich ja. Habe ich wirklich vorher dran gedacht. Das ist ja kein Scherz, ne? Da ja hier eh die Stromtrasse herführt, ist das ja kein Problem. An Wasser hatte ich allerdings vorher nicht gedacht, wobei das hier ja auch eh herführt. Wenn es auch natürlich wieder viel, viel Geld kostet. Ich mach mal gerade auf ganz schnell. Jawohl. Sechs von acht Arbeitern, sehr schön. Da hat jemand nicht gebildete Arbeiter. Ja, da kann ich gerade auch nichts dran ändern. Naja, Feuerwehr ist schon da. Wunderbar. Ja, hier kommt die Verschmutzung auch schon ganz schön nah ran. Weiter ausbreiten sollte ich das hier nicht. Achso, ja, hier den Weg wollte ich ja auch noch fortgeführt haben, eigentlich eben mal irgendwann. Und zwar ungefähr so. Und das da oben wird sich hoffentlich noch legen. Und sonst muss ich hier noch mal eine Straße rüberführen lassen. Wobei das ja auch erstmal eine normale sein darf, ruhig. Aber für eine Brücke reicht das Geld eh nicht. Na, ist ziemlich viel auf Geldwarterei leider gerade, aber dafür wird es dann hinterher auch nicht so schlecht, hoffentlich. 4000 für eine Straße. Die kostet zum Beispiel schon mal nur 2000, dann nehmen wir doch die. Bringt es jetzt erstmal auch. Ist jetzt erstmal auch ja relativ egal. Dann könnte ich da auch Arbeiter hinfahren mit dem Auto, die außenrum nicht kämen oder so, oder keine Ahnung, warum hier hinten einige nicht hinkommen. Mal, einige schaffen es ja, aber anscheinend nicht alle. Muss ich hinterher alles umbauen, aber mache ich jetzt erstmal so diese Straßen. Die kosten nämlich nicht so viel. Und dann kann sich hier ein bisschen Industrie ansiedeln, damit wir zum einen die Nachfrage gedeckt haben. Und damit die auch ein bisschen Geld in der Kasse spülen. Abreißen kann man es hinterher immer noch wieder. Muss ich eh bei einem Großteil hinterher wieder machen. Oh, ja, auch schön.
Was sagt die Wasserklärung? Da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben, das ist sehr schön. Ja, das Industriegebiet hier dürfte dann auch angeschlossen sein, damit offiziell diese Brücke hier echt, ne? Wir die ersten nach unten. Ich habe schon nach oben gebaut, ne? Ich habe hier den Ansatz schon sehr nach oben gebaut. Aber da fahren die, anstatt dass sie hier die Brücke so quer machen, ne, muss man erst runterfahren. Und hätte ich das nicht manuell gelegt, hat man ja eben gesehen, ne, wären die bis nach hier runtergefahren, am Ende wieder hoch. Das ist etwas, was ich persönlich ein bisschen schade finde, eigentlich, weil man die Brücke viel schöner bauen könnte. Ja, super. Wofür kriege ich das denn dann einen Zug erstattet? Aber jetzt wird er das machen, was ich vorhabe. Ja, oder was ich vorgehabt hätte. Ich werde die Brücke so legen, da kostet es ein bisschen weniger. Dauert mir immer noch Ewigkeiten jetzt. Aber da kriegt man für die ganze Brücke irgendwie 800 wieder, die kostet aber 4400. Ja. Doof. Aber gleich ist das Geld ja eh schon zusammen. Da ist es. Und schon sieht das Ganze so, wollte ich das eigentlich ursprünglich haben. Sieht mich jetzt ein bisschen besser aus, so. Vor allem, wenn sowas kriegt ihr später. Die Folge ist nämlich auch schon wieder vorbei. Meine ich von der Zeit her? Ach, locker schon. Bin schon wieder ein bisschen drüber sogar. Die parken hier im Kreisverkehr. Hab ja nicht sonst kein Problem, den sollte ich auch irgendwann als Autobahn ausbauen. Ich glaube, das geht manchmal auch ein bisschen schneller dann oder ein bisschen besser. Naja, auf jeden Fall verabschiede ich mich erstmal, bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Hier in Vierenstein, was schön gewachsen ist auf 3000 Einwohner. Wo jetzt die ersten sterben so langsam, ne? Senioren, minus 2%, also es ist echt, als wäre minus 2% Senioren. Okay, also bis zum nächsten Mal in Vierenstein, euer Norderon.